Jo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Runde Warface PvE. Ja, wir machen jetzt einfach mal ganz gemütlich hier diese kleine Runde hier. Das Schwierigkeitsgradlevel ist jetzt auch nicht allzu hoch. Ich mache mir bloß ein bisschen Sorgen darum, ob wir es schaffen wegen meinem Team, weil wir einer weniger sind. Und dazu noch meine Teamkameraden jetzt nicht so die höchsten sind vom Level her. Also ich hoffe, ihr kennt sich schon so ein bisschen aus. So, und dann wollen wir mal sehen, wie die Mission so wird. Und es wird jetzt auch bald wieder einen Warface-Stream geben. Der letzte ist zwar jetzt nicht allzu lange her, aber schon mal so am Rande eine kleine Ankündigung wird es nämlich, so wie es aktuell aussieht bei mir, wird es am morgigen Dienstag einen Livestream geben, was Warface betrifft. Am Abend denke ich mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr da einschalten würdet. Nur damit ihr schon mal auch so ein bisschen Bescheid wisst. Kann sich aber auch noch ein kleines bisschen ändern, also da muss ich schauen. Während schreibe ich das einfach mal in einem Community-Beitrag rein. So. Bis jetzt läuft es doch schon mal ganz in Ordnung. Kein Kamerad oder so ist einmal draufgegangen bis jetzt von meinem Team hier. So will man das ja auch sehen. So, weg mit dir, zack. Sehr gut. Und ich bin auch gespannt darauf, ob bald jetzt vielleicht in den nächsten 1-2 Monaten wieder etwas kommt wie eine neue Karte hier in Warface. Da bin ich auch gespannt, was das betrifft. Oder ob das jetzt erst mal alles so bleibt, wie es ist und nichts Neues erstmal reinkommt. Bis halt auf Waffen, technisches Zeug und sowas. Aber jetzt eine neue Karte und sowas, ja, würde ich mir halt schon bald vielleicht mal wünschen wieder. Aber muss natürlich nicht unbedingt sein. Jetzt vor kurzem wurde ja auch erst diese eine Karte überarbeitet. Ich weiß gerade leider nicht, wie die hieß. So, und es wäre gerade gut, wenn meine Teamkameraden hier wären. Weil für mich sieht es gerade nicht so berauschend aus. Ich bräuchte jemanden, der mir hochhilft. Ah, okay. Ich komme auch selber gerade hoch. Gut. So, dann lass uns mal weitergehen. Hier müssen wir uns sammeln. Ich mit euch allen. Zack, hier weiter vor. Mist, jetzt bin ich auch noch draufgegangen. Ich hoffe mal, meine Kameraden schaffen das. Ich will jetzt eigentlich halt nicht hier verbrauchen so eine Wiederbelebungsmünze. Aber wir machen es mal lieber. Ich kann irgendwie meinem Team nicht so viel zutrauen. Weiß nicht. So. Gut, dann wollen wir mal weiter. Ja, jetzt geht's doch alles schon wieder flotter so, wenn ich wieder mit dabei bin. Und es wird jetzt auch in diesem Monat wieder neue Projekte geben auf meinem Kanal. Das erste neue Projekt wird auch schon voraussichtlich in der kommenden Woche auch schon hier kommen auf meinem Kanal. Lasst euch da auch gerne einfach mal überraschen. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr dann auch das neue Projekt abchecken würdet. So. Deckung. Bam. So, der an dem Geschützturm ist weg. Das ist gerade sehr wichtig. Aber erstmal hier so ein bisschen auch die Soldaten wegmachen. Wir haben ja eh noch hier Deckung hier. Durch das Fahrzeug, mehr oder weniger. Da oben. Ne, der ist umgefallen. Dann kommen nochmal welche. Mist, hier kommen irgendwie immer wieder welche. Der an dem Geschütz muss unbedingt weg. Ich würde jetzt sogar meinen, der hat die höchste Priorität. Ah, okay, meine Teamkameraden haben es geschafft. Sehr gut gemacht, Dudes. So. Wunderbar. Und hier müssen wir was aktivieren. Muss schnell hier ran. Aufzug. So. Gut, alle Mann. Wir werden abgeholt. Bitteschön, ich habe Munition für Sie. Haben Sie stehen? Guter Junge. So. Zack. Und dann geht's nach oben, würde ich meinen. Ah, wir müssen wohl gar nichts mehr hier bestätigen oder so. Nein. Fährt schon selber hoch. Okay, gut. Also oben wird auf jeden Fall jetzt bestimmt nochmal starke Gegenwehr auf uns warten. Und das Ding ist auch, wir sind jetzt nur noch zu dritt und meine Gesundheit lässt auch langsam zu wünschen übrig. Also die geht langsam sehr niedrig nach unten hier. Ich hoffe, hier kommt gleich wieder ein Kontrollpunkt. Weil ansonsten könnte das nicht gut enden für mich. Oh, 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 geh doch weg! Okay, gut gemacht, Teamkameraden. Ich bleibe mal noch ein bisschen liegen. Ich will mich ausruhen einfach mal hier. Ey, geh weg! Husch! Was sind das denn hier, Verrückte? Nein! Ach, ihr hättet mich doch liegen lassen können erstmal. Seht ihr, ich lieg doch eh schon wieder. So. Macht die einfach weg. Zack. Mit dir. Und für dich habe ich eine Granate. Lass mich doch bitte jetzt am Boden liegen. Verstanden? Wenn hier noch mehr Schild-Heinis kommen, ist es doch sogar gut. Dann kann ich direkt die von unten aus abschießen. So, jetzt folgt mir. Los, 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 los. Ja, diese verrückten Macheten-Heinis hier. Schlimm mit denen. So. C4-Sprengsatz platzieren. Wunderbar. Wow, da kommt eine Rakete. Den haben wir halt schon übersehen. Und gerade macht es auch irgendwie echt Laune hier so, mit der Pistole zu spielen. Ich weiß nicht, macht gerade irgendwie richtig Spaß. Die fühlt sich gerade so schön geschmeidig an. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber so bei den letzten Folgen, wo ich die Pistole meistens hatte, hat sie sich nicht so gut angefühlt wie jetzt gerade. Ich glaube, ich bin einfach noch ein bisschen verrückt gerade anscheinend. Ich bilde mir das bestimmt mal ein. Aber ich bezweifle, die Waffe ist über Nacht plötzlich besser geworden. So. Jetzt langsam weiter nach vorne vorrücken. Ich komme hier nicht hoch. Doch, erst. Diese schräge Ansicht finde ich ganz cool hier so. Hat halt was. Nein. Oh nein, Schildi. Dann hat mir aber noch gefehlt jetzt. So, weg mit dir. Teamkameraden? Okay, nur noch einer ist gerade da. Oder durch hinten kommt dann eh gleich wieder ein Checkpoint. Gut. So, wir sind wieder zu dritt. Kollegen, helft mir mal. Gut gemacht, Jungs. Weiter ab durch die Wüste. Folgt mir. Wow, wie viele stehen denn dort? Eine ganz schöne Armee, würde ich jetzt einfach mal so meinen. Bam, Granate. Deckung. So. Haltet Stand. Haltet Stand, haltet Stand. No ho. Ja, wo sind die anderen? Ach, hinter mir. Haltet Stand, sie dürfen nicht vorbei. Ihr kommt hier nicht vorbei. Ja. Und das hat sich wahrscheinlich gerade echt trottelig angehört. Aber so muss das natürlich auch mal. Hey, Kollege, mit deinem Raketenwerfer hier kannst du ernsthaft Leute verletzen. Hör mal bitte auf. Dankeschön. Mann, oh Mann, wie viele kommen denn hier noch? Okay, da hinten kommt die Abholung dann jetzt auch gleich. Gut. Das ist wirklich gut. Weil noch länger würden wir bestimmt nicht langsam mehr aushalten. Zumindest ich nicht. Nein, meine Munition. Weg mit dir. No, Raketenwerfer. Ich weiß nicht, schaffen das meine Teamkameraden noch die letzten paar Meter? Ach, mach doch etwas schneller. Dann muss ich halt auch mal hier wiederkommen. So. Zack. Zack. Los, weg mit dir. Bam. So, jetzt steckt bitte alle mal ein. Na los. Alle einsteigen. So, gut. Da wollen wir mal rein. In das gute Ding. Hey, ich kann nicht hoch jetzt. Ist auch gerade komisch. Kollege, lebe wohl! Oder auch nicht. Plötzlich war er drin. Habe ich auch letzte Nacht gesagt, plötzlich war er drin. So, gut. Das hätten wir. Was? Oder doch nicht? Okay. Ich hätte gedacht, das war's mit der Mission. Weil das schon gerade sehr lange schien. Das kam in Wirklichkeit etwas länger vor als sonst so. Der Typ hier sollte mal aufhören rumzuwässern die ganze Zeit. Er sollte ja schießen. Und da wir jetzt an dieser Stelle hier sind, weiß ich leider, was jetzt passiert. Weil jetzt erkenne ich gerade die Mission wieder. Leider, leider. So. Das hinüber. Und es wäre echt cool, wenn nochmal irgendwie im Nachhinein ein anderer Spieler hier reinkommen könnte. Wäre halt echt gut für uns. Und die Fässer müssten auch mal hochgehen. Teamkamerad, geh wieder dort weg. Ich will dich nämlich eigentlich nicht hochjagen. Aber ich habe halt auch Angst, wenn ich dann dort lang laufe, dass es dann in die Luft fliegt. Na super, jetzt ist der auch noch drauf gegangen. So. Alle Mann mal bereit machen hier. Haha, alle Mann. Wir sind nur noch zu zweit. Das ist ja das Problem. Mist. Also ich glaube echt gerade, das werden wir vielleicht nicht schaffen. Jetzt bin ich nur noch alleine. Und das große Problem ist halt auch, ich will nicht noch mehr von meinen Heilungsmünzen benutzen. Brauche ich halt für Raids. Warum benutzen das eigentlich nicht die Teamkameraden von mir? Nun gut, nehme ich jetzt nochmal eine. Okay, jetzt kann ich hier hinten was machen. Muss schnell. Platzieren. Gut. Geht's hier durch? Ja, natürlich. Ich weiß halt einfach nicht bei solchen Sachen, ob ich dann die Sachen hier verbrauchen soll. Leute, ihr könnt mir da ja auch gerne mal eine Empfehlung oder so in die Kommentare schreiben. Ob ihr mir empfehlen würdet, das ab und zu mal zu machen oder eher so gut wie gar nicht. Da ich ja sonst diese ganzen Sachen verbrauche. So, komm schon. Mist. Ich muss hier in Deckung bleiben. Sonst war das nicht. Ich weiß auch nicht, was die Teamkameraden gerade dort unten machen. Irgendwie gar nichts. Shit, bewegt euch doch endlich hierher. Vor allem der andere. Ich glaube, der spielt gerade nicht mal. Das sieht so aus, als ob er sich wirklich keinen Schritt hier bewegt. Kollege, das bringt nichts. Mist, kommt doch endlich hier hoch. Er kommt da doch einfach nicht. Der andere Heini. Ja, jetzt kommt er langsam. Ja, aber jetzt ist er draufgegangen. Das war ein Spektakel. Also da fällt mir wirklich nichts mehr ein. So, wir müssen noch kurz warten. Da sollte das Ding ja jetzt eigentlich auch automatisch hoch. Ja, jetzt geht's eigentlich los. So wie es aussieht. Oder auch nicht. Komm schon. Fahr doch hoch. Ja, jetzt geht's. So, jetzt gleich sind wir nochmal zu dritt. Schätze ich mal. Gut. Dann heißt es jetzt, das Haley-Teil so schnell wie möglich eigentlich abschießen. Weil ich bin mir sehr sicher, dass wir das hier oben nicht lange aushalten werden. So, komm schon, Raketenwerfer. Jawohl. Ach ja, natürlich. Warum kann man denn da nicht runterschießen? Was ist das denn jetzt schon wieder für ein Mist? Ich bin da sogar noch so schön gesprungen. So, Teamkamerad, ich hoffe, du triffst. Das gleiche wünsche ich mir selber auch, aber ich habe bis jetzt am meisten gemacht. Von daher, ihr müsst langsam auch was machen. Ihr müsst euren Beitrag leisten. Und der andere... Bitte, hör auf mit deiner Pistole. Deine Pistole bringt nichts bei dem Haley. Ich verstehe das. Und geh uns lieber bitte aus dem Visier. Das Problem ist, da müsste mal etwas ruhiger stehen bleiben. Der Haley. So. Okay, dazu sage ich jetzt lieber nichts. Aber das könnte mir auch passieren. Immer mal wieder. Aber das Problem ist halt bei dem Teamkameraden, da hat bis jetzt leider noch nicht viel gemacht. Jawohl. Okay, zweimal getroffen schon. Wir brauchen einen Raketenwerfer auf jeden Fall schnell. Hallo Kollege, geh doch mal weg. Oh, Hilfe. Einfach schlimm sowas. Einfach schlimm. So, schnell hier lang. Das Problem ist, der macht mich gerade echt fertig. Es wäre halt schön, wenn mein Team einen Beitrag leisten würde. So, komm schon. Jawohl, wieder getroffen. So, Raketenwerfer wieder schnappen. Jawohl, komm schon. Jawohl. Oh. Es müssen bestimmt nur noch 2 Treffer werden. Aber das Problem ist, der könnte halt jetzt auch einfach ganz fix kurz ein paar Raketen hier drauf feuern auf uns und dann war es das plötzlich. Ich hoffe mal, dass wir das jetzt noch gut hinkriegen. So. So, mein guter Freund. Aua, 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 aua. Nein, da geht er gerade nach unten. Okay, er kommt jetzt wieder auf der anderen Seite gleich raus. Knapp daneben. So. Neuen Raketenwerfer schnell holen hier. Zack. Da habe ich ihn doch schon. Gut. Da muss gerade etwas langsamer werden. Komm schon. Werde ein blöder Treffer doch. Nochmal schnell hier hinter. So, der eine ist anscheinend jetzt endgültig weg, ja. Die letzten 2 Treffer müssen jetzt langsam hier geschehen. Das geht daneben. So. Kommt zu mir. Jawohl, komm schon. Nein, da hat er sich gerade ganz knapp nochmal fortbewegt. Jawohl. Und nochmal, oder? Ah, nein. Nein, 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 nein. So. Jetzt nochmal hier hinter fix. Kollege, könntest du bitte mitmachen? Okay, er macht gerade wieder mit. So, knapp daneben. Nein, nein, die Raketen von dem Ding. Das war ganz knapp ein Treffer. Ganz knapp daneben, wohl eher gesagt. Ganz knapp ein Treffer, ja. Wäre schön, wäre das ein Treffer gewesen wäre. Ein knapper. Ja, shit. Teamkamerad, ich weiß nicht. Schaffst du's? Hol den Raketenwerfer raus und schieß ihn ab. Soll ich in ihn nochmal vertrauen? Nein, der wurde erledigt. Da muss wohl Daddy übernehmen. So, komm schon. Jawohl, jetzt hat der andere auch noch geschafft. Cool. Wenigstens hat er jetzt seinen Beitrag ein bisschen mitgeleistet. Auch wenn ich jetzt leider schon wieder viel zu viel verbrauchen musste. Ding ist halt auch einfach gewesen, wir waren ein Dreier-Team. Als volles Team wäre es halt auch nochmal wesentlich einfacher gewesen. Das Ding ist aber halt auch, das merke ich persönlich auch, viele Leute fangen auch erst momentan an mit Warface. Und da ist halt das Ding dann, die kennen sich noch nicht ganz so aus und so weiter. Ich finde es zwar natürlich blöd, wenn die das nicht so hinkriegen und so, aber ja, jeder fängt halt mal an. Auch wenn das eigentlich markiert wird und so weiter, mit dem Raketenwerfer und so weiter. Mit der Aufgabe und so. Aber naja. Na gut, letzten Endes haben wir es jetzt trotzdem noch geschafft. Mal schauen, vielleicht kriege ich ja einen Levelaufstieg. Ist auf jeden Fall mal noch ganz cool jetzt. Schauen wir mal. Geldtechnisch, ja, okay. Was wir da bekommen haben. 1000 wäre zwar echt geiler, aber nun ja. Dafür bräuchte ich halt einen größeren Boost. Normales Level, ja, gibt es bald einen Aufstieg. Hier gibt es immerhin 2 solche Kronen. Ja, und hier gibt es auch ein bisschen was. Okay, ja, immerhin etwas. So kann man das doch machen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, war es dann jetzt an der Stelle hier auch schon wieder mit dem Video. Und wie gesagt, morgen wird es dann wahrscheinlich am Abend einen Livestream geben. Ich werde dann wahrscheinlich auch nochmal in den Community-Beiträgen ankündigen oder mit einem separaten Video morgen nochmal. Aber ich denke mal, live werde ich auf jeden Fall morgen sein. Würde mich freuen, wenn ihr da einschalten würdet. Und ansonsten checkt auch gerne die kommenden neuen Projekte ab. Also gebt auch den neuen Spielen auf meinem Kanal gerne eine Chance, also würde mich wirklich freuen. Und ja, das war's dann an der Stelle. Euch noch einen schönen Tag, haut rein und ja, supportet das Projekt gerne mit einem Daumen nach oben. Tschüssi.